herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin jetzt noch ein Stück weiter gefahren vom Windpark Gundersheim-Bermersheim und bin jetzt hier im Windpark Esselborn-Flomborn-Stetten. Auch wieder so ein Zungenbrecher. Ist auch ein relativ großer Windpark, auch wieder unterschiedliche Anlagengenerationen hier. Hier stehen noch einige ältere Enron-Anlagen, 1,5. 8 Stück insgesamt. Schätze mal, dass die als nächstes repowered werden. Ja, und hier hat 2012, 2013 ein größeres Repowering stattgefunden. Da kamen schon einige der alten Anlagen weg. Ich kenne den Windpark noch, wie er ursprünglich aussah. Da habe ich aber keine Videos gemacht noch. Ja, ursprünglich standen hier nämlich, ich glaube es waren 16 NEC Micon NM64. Eine davon steht hier noch. Und eine E66. Ja, witzig. Hinten dran sieht man jetzt die V136 in Freimersheim. Ja, und der Großteil der Anlagen, die im Zuge des Repowerings hier gebaut wurden, sind Vestas V112. Da stehen insgesamt 13 Stück von denen hier. Stehen hier echt viele in der Region. Wer ist das V112? Und Senvion-Anlagen stehen ja auch noch. 3 Stück. Die stehen jetzt weiter hier hinten. Ah, und im Hintergrund auch wieder 2 Anlagen aus Freimersheim. Ja, spannender Windpark. Bin mal gespannt, wenn hier mal wieder Report wird, was dann hier hinkommt. Ich bin jetzt noch ein Stück weiter gefahren. Habe mich jetzt doch entschieden, zum Windpark Freimersheim-Mauchenheim zu fahren, anstatt zum Windpark Flomborn. Da fahre ich dann ein andermal hin. Hier ist es doch etwas spannender. Ja, ich war jetzt vor 3-4 Wochen ungefähr da. Da befand sich die zweite Anlage im Bau. Das ist die hier vor mir. Ja, und jetzt ist sie fertig. Und in der Zwischenzeit haben sie aber auch schon die dritte Anlage fertiggestellt. Das geht echt rucki zucki bei Vestas. Das Wetter war ja auch echt jetzt perfekt die letzten Wochen. Ja, und der Kran ist auch schon wieder umgezogen zur vierten Anlage. Da ist der Turm fast fertig. Und ich schätze mal, dass sie die Anlage auch nächste Woche vielleicht fertigstellen. Schon krass, wie schnell das geht, wenn das Wetter einfach mitspielt. Ja, und was noch richtig geil ist, dass die sechste Anlage quasi im Bunde auch im Bau ist. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass hier noch eine Nordex N149 gebaut werden soll. Gehört zu Walheim. Und die befindet sich mittlerweile auch im Bau. Richtig geil. Da hatte ich Bilder auf Insta gesehen von einem blauen Kran und dachte, hä, der Kran ist ja eigentlich gelb. Und dann habe ich mir gedacht, dass das die Nordex ist, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass BayWa zwei Kräne einsetzt. Richtig cool. Die bekommt also auch einen Stahlturm. Werde ich gleich auf jeden Fall auch mal noch vorbeischauen. Ja, also das ist Nummer 2 und Nummer 1 ist ja schon länger fertig, steht dann hier hinten. Ja, die Anlagen stehen auch alle schon in Windrichtung. Hier sieht man es jetzt schön, die Windnachführung funktioniert auch schon, die Anlage dreht sich nämlich gerade. Also schätze ich mal, dass es nicht mehr lange dauert, bis die Anlagen dann auch ans Netz gehen. Das hat ja bei der Falkenhöhe auch echt, es ging ja super schnell, dass die Anlagen am Netz waren. Also schätze ich mal, dass sie die Inbetriebnahme wohl auch schon vorbereiten werden.
Ja, ich werde mal noch zur vierten Anlage hinlaufen und natürlich auch zur Nordex. So, ich stehe jetzt nochmal hier bei Nummer 3. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Abstand gehalten, nicht, dass gleich wieder der Security-Typ auftaucht und mit mir schimpft. Wie beim letzten Mal. Der steht jetzt wahrscheinlich bei Anlage 4 und bewacht dort. Ach, sind immer toll, so neue Anlagen, wie die noch so schön neu glänzen. Noch keine Witterungserscheinungen. Richtig schön. Ja, die Anlage dreht sich schon so ein bisschen, also ist schon ausgebolzt. Windnachführung funktioniert auch schon. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die Anlagen in den nächsten Wochen schon in den Probebetrieb gehen. Das geht ja bei Vestas immer relativ schnell. Hier sieht man jetzt nochmal die anderen zwei Anlagen ein bisschen besser. Nummer 4. Nummer 5 kommt dann noch ein Stück weiter hinten hin. Und da ist dann die Nordex-Anlage. Die steht dann auf der anderen Seite der Autobahn. Da ist dann die Autobahn dazwischen. Ja, da drüben auch wieder richtig tolle Sicht. Da nochmal der Kloppberg. Und der Windpark Dautenheim, Hagen, Weißheim, Eppelsheim. Gibt es ja jetzt schon ein paar Videos auf meinem Kanal. Ja, und hier drüben ist der Windpark Flomborn. Da wollte ich ja ursprünglich hin, aber dann habe ich gesehen, dass hier auch die Nordex aufgebaut wird und hier auch wieder der Kran umgesetzt ist. Und da habe ich mich entschieden, dann doch hierher zu fahren. Zum Windpark Flomborn fahre ich dann einfach ein andermal. Man kann halt nicht überall sein. Es ist halt einfach so krass hier in der Region, dass hier so viele Anlagen stehen. Da muss man einfach Prioritäten setzen. Und ich fand das hier einfach gerade spannender, dass hier neue Anlagen gebaut werden. Das ist immer wie so ein Kinderspielplatz für mich. Ah, ich freue mich echt, wenn hier auch mal Inventus in der Region gebaut werden. Also in Wörstadt ist ja eine in Planung, die soll auch jetzt im Frühjahr gebaut werden. Bin ich echt mal gespannt, wie die dann aussehen. Habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Gibt es ja auch noch gar nicht, so im süddeutschen Raum. Im norddeutschen Raum, Brandenburg schon eher, aber ja. Ja, ich werde jetzt mal weiterziehen. Fahren wir noch zur Nummer 4 und natürlich auch zur Nordex. So, von hier aus sieht man jetzt nochmal schön die Baustelle der vierten Anlage. Da ist heute alles ziemlich verlassen. Da passiert nichts heute. Beim letzten Mal hatte ich Glück und sie haben was gezogen, aber die dürfen ja auch mal Wochenende haben. Ja, Turm ist noch nicht ganz fertig errichtet. Da fehlt noch ein Turmteil, bis er vollständig ist. Das liegt noch da am Boden. Da die Narbe und Maschinenhaus. Ja, die Baustelle hatte ich ja beim letzten Mal mal aus der Nähe erkundet. Und dann kam der Security-Mensch und hat mich verjagt, weil ich alle Bewegungsmelder ausgelöst habe. Das war nicht so schlau. Ja, und hier sieht man jetzt dann auch nochmal schön die Nordex direkt hinten dran. Das ist auch ein geiler Vergleich dann später. Die N149 im Vergleich zur V136. Ist auch echt geil, dass sie so einen vergleichsweise niedrigen Turm hat. Schon geil. Ja, ich bin mir relativ sicher, dass die Anlage nächste Woche dann gleich noch fertig wird. Obwohl, es ist ja auch ein bisschen schlechteres Wetter gemeldet.
Vielleicht stürmt es dann zu viel, aber bei anderen Baustellen dachte ich auch schon, es wird nichts gezogen und dann wurde doch gezogen und ich war ganz baff, dass die Anlage schon fertig ist. Also würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass sie nichts ziehen. Also kann schon sein, dass die Anlage nächste Woche fertig wird. Ja, und dann geht's weiter zu Nummer 5. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der Nordex-Anlage. Hier stand ich beim letzten Mal und habe spekuliert, ob die Anlage hier hinkommt. Hier war nämlich nichts von einem Betonturm zu sehen. Hier standen nur die Solarpaneele. Ja, aber ich hatte recht, die Anlage steht jetzt hier. Ist allerdings ein Stahlturm, deshalb auch kein Betonturmbau. Und deshalb ging das Ganze jetzt auch so schnell. Ja, ich schätze mal, der hat 125 Meter. Ich glaube, die Nordex N149 gibt es mit 105, 125 und dann die 164. Ja, hier ist auch ein anderer Projektierer am Werk. Das ist Abowind. Das erklärt auch, warum zwei Kräne hier stehen. Auf Insta habe ich den blauen Kran nämlich gesehen und da habe ich mich gewundert und dachte, hä, der Kran in Freimersheim ist ja eigentlich gelb, aber es ist Abowind. Passt dann auch zu der Kombi Solar und Wind, das haben sie ja in Gilad auch gemacht. Da haben sie ja zwei N149 gebaut und dann auch noch eine PV-Anlage dazu. Nabel liegt noch hier unten, blau eingepackt und das Weiße sind dann die Abdeckungen für die Narbe. Sieht auch richtig cool aus mit dem braunen Turmfußanstrich. Gefällt mir. Ja, hier passiert heute nächstes Sonntag. Ein Rotorblatt scheint schon da zu sein. Die anderen werden wohl in den kommenden Nächten geliefert. Ist auch ein riesen Latschen, ey. Krass. Aber finde ich cool, mal so einen kleinen Turm zu sehen, nicht immer nur die Hybridtürme. Da geht es halt auch beim Aufbau schneller. So, hier sieht man jetzt nochmal ein bisschen besser von der anderen Seite. Also sind doch schon alle drei Rotorblätter da. Hat man jetzt von der anderen Seite nicht so gut gesehen. Mann, sind das lange Latschen, ey. Schon Wahnsinn. Ja, finde ich auch schade, dass bei Nordex hinten halt nicht mehr die Typenbezeichnung draufsteht. Manche Anlagen hatten das, aber jetzt steht halt nur noch Delta 4000 drauf. Die Prototypen hatten immer noch N163 oder N149 draufstehen, aber ja, jetzt steht nur noch Delta 4000 drauf. Naja, aber ich weiß ja, dass es eine N149 wird. Die gehört jetzt übrigens zum Windpark Walheim, also gehört nicht zum Windpark Freimersheim, also zwei verschiedene Projektierer, zwei Windparks quasi. Ja, hier hinten sieht man jetzt nochmal schön die Anlagen in Freimersheim. Die drei fertigen, 1 bis 3 und Nummer 4. Dann im Aufbau. Nummer 5 kommt dann noch mal ein Stück weiter hier rüber. Ja, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Gerne Kommentare schreiben, Kanal abonnieren, wenn ihr mögt. Zum Schluss kommt jetzt noch mal ein kleines Drohnenvideo. Viel Spaß damit und bis bald.